Hallo zusammen und herzlich willkommen auf technophil.de. Ich bin der Björn und ich präsentiere euch heute ein weiteres Unboxing zu einem Testgerät. Diesmal handelt es sich um das Cut S30 Smartphone. Der Name Cut wird euch mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal begegnet sein, allerdings üblicherweise nicht im Smartphone-Bereich. Grundsätzlich ist es derselbe Hersteller, der für viele Baumaschinen und Krane und ähnliches, die ihr auf Baustellen immer mal wieder sehen könnt, verantwortlich zeichnet. Aber die Firma hat seit längerer Zeit auch Handys bzw. inzwischen auch Smartphones auf dem Markt. Eines der neuesten Geräte aus dieser Serie ist dieses hier vorgestellte Cut S30. Dem Hersteller entsprechend handelt es sich dabei um ein sogenanntes Rugged Phone. Für diejenigen, die mit dem Wort Rugged nicht viel anfangen können, das bedeutet wörtlich übersetzt sowas wie grob, schroff, rau, sowas in der Richtung. Also mit anderen Worten, es soll sich dabei um ein äußerst stabiles Gerät handeln, was auch entsprechende Eigenschaften dann besitzt, dass es zum Beispiel sturzsicher bis zu einer Höhe von 1,80 Meter ist, schlagstoßfest, wasserdicht, staubdicht, ölbeständig, auch mit Handschuhen bedienbar und so weiter und so fort. Freundlicherweise habe ich übrigens auch die Erlaubnis gekriegt, das Gerät ein wenig zu quälen während dieses Tests. Aber gut, dazu dann später, beziehungsweise auch im Testbericht mehr. Ich denke, zur Vorrede sollte das auch genügen. Wir gucken uns das jetzt mal an, packen das zusammen aus. Erstmal zur Packung. Das ist ein relativ einfach gehaltener Pappkarton, sage ich mal. Im typischen Cut-Gelb, Caterpillar-Gelb. Hier Military Specs. Ich habe diese Zertifizierung, die sie da teilweise gekriegt haben, auch ein bisschen gegoogelt. Da lande ich dann tatsächlich auch bei der amerikanischen Verteidigungsministeriumsseite oder sowas ähnliches, wo dargelegt wird, wie die entsprechenden Specs zu erhalten sind und sowas. So, Bildfeld. Hier kommen noch ein paar kleine technische Details. Es handelt sich um die Dual-SIM-Variante von dem Gerät. Soweit ich das rausgelesen habe, gibt es wohl auch eine Single-SIM-Variante mit LTE und so weiter und so fort. Aber da gehe ich dann nachher noch ganz kurz drauf ein. Ich würde sagen, machen wir das Ganze mal auf. Das Erste, was uns hier entgegenfliegt, ist das Gerät selber. Man sieht auf den ersten Blick, dass das keinen Designpreis oder sowas gewinnen will. Hier gibt es keine Form oder so. Das ist. Verzeiht mir in der Damenwelt bitte, das ist einfach ein männliches Teil. So, ich schmeiß das jetzt einfach hier hin. Ha. Erster Test. Gut, was haben wir hier noch drin? Aha. Relativ gut ausgestattet, sage ich mal. Wir haben hier ein Ladegerät mit 1 Ampere Ausgangsleistung. Ein verhältnismäßig normales USB-Kabel, sage ich mal. Das sieht weder besonders billig noch besonders teuer aus. Ein Headset, ja, ein Headset inklusive Mikrofonfunktion, das werde ich mir mit Sicherheit im Verlauf des Tests auch mal kurz anhören. Dann haben wir hier noch eine Displayschutzfolie. Displayschutzfolie. Ist das nicht irgendwie schon ein Stilbruch, aber egal. Schön, dass sowas mit dabei liegt, sage ich mal. Kann ich ja nebenbei erwähnen, das Gerät wird mit Gorilla Glass 3 versiegelt, also das, was halt so üblich ist bei höherpreisigen Smartphones, Preis übrigens bei 340 Euro, glaube ich, unverbindliche Preisempfehlung. Dementsprechend, das ist nicht mehr und nicht weniger rugged als alles andere, was ihr normalerweise kriegt auch. Was haben wir hier noch? Warranty, also Garantiegeschichte und eine Anleitung in den üblichen 400 Farben, Sprachen, wo die minimalsten Grundfunktionen erklärt werden, also wo ist der USB-Port und so ein Zeug. Insgesamt alles nichts Spannendes, das stopfe ich mal direkt wieder rein. Dann machen wir einen kurzen Rundgang um das Gerät, würde ich sagen. Hier vorne ist eine Folie drauf, die werde ich jetzt erstmal direkt entfernen. So es mir denn gelingt. Ach, hier unten ist, glaube ich, so ein kleiner Nappi. Oder auch nicht. Ja. Also Folie abpuppeln, da wäre es schön gewesen, wenn hier irgendwie so einen kleinen dran machen würden. Jetzt habe ich sie. So, in aller Pracht. Okay, dann gucken wir uns das mal in Ruhe an. Also die Vorderseite, vom Design her natürlich was ziemlich anderes als das, was man von den normalen Phones, sage ich mal, erkennt. Vorne haben wir eine Selfie-Kamera mit 2 Megapixeln. Der Lautsprecher, hier unten noch ein größerer Frontlautsprecher, würde ich sagen. Ja, sieht aus, als wäre es der Frontlautsprecher. Und hier unten die drei Android-Tasten sind hier als Hardkeys ausgeführt. Mit Sicherheit, damit das Ganze unter Handschuhen und ähnlichem leichter zu bedienen ist.
Ansonsten von der Form, ihr seht selber, sagen wir mal etwas Besonderes, gefällt mir ganz gut. Display saugt Fingerabdrücke an, wie man es so kennt. Schauen wir mal, inwiefern sich das im Tester nachher auswirkt. Machen wir oben weiter, würde ich sagen. Hier ist irgendwas. Achso, das könnten Schrauben sein. Ich glaube, das sind Schrauben. Also, das sind keine Bedienelemente. Hier unter dieser Abdeckung ist die Kopfhörerbuchse. Die sitzt relativ fest drin. Finde ich gut. Ja, hier sieht man es auch. Hier sind noch jede Menge weitere Schrauben drin. Relativ groß. Wie gesagt, designtechnisch mit Sicherheit nicht schön, aber martialisch, wie man es sagen könnte. Lautstärke, Wippe, Lautstärke-Tasten, wie auch immer. Hier SIM-Schacht, Dual-Nano-SIM nebenbei erwähnt. Das ergibt dann auch nachher ein kleines Problem, weil ich habe nur eine Nano-SIM aktuell da. Aber das werde ich innerhalb des Tests mit Sicherheit noch ändern können. Da werde ich mir noch eine zweite besorgen oder eine von meinen Mikros ausstanzen oder sowas. Mal gucken. Genauso hier neben der SD-Schacht. Probieren wir gleich mal aufzumachen. Im Prinzip genau dasselbe wie beim anderen. Deckel da oben. Ach, die Dinger gehen teilweise so relativ schwer auf. Aber das muss, denke ich, auch so sein, weil ansonsten wird das mit den Stößen nicht funktionieren. So, ja. Hier haben wir so eine Schiene, wo die SIM-Karten dann nachher reinkommen. Da können wir eigentlich direkt mal eine reinlegen. Warum nicht? So, und Klick und drin. Und wo wir schon dabei sind, legen wir auch gleich die Micro-SD-Karte rein. Mal gucken, ob das ohne Werkzeug funktioniert, weil das habe ich ja beim BQ E6, glaube ich, mal gehabt, dass ich da mit dem Fingernagel keine Möglichkeit hatte, das reinmachen. Ach ja, das geht gut. Ist auch relativ viel Platz. Was hier nebenbei noch auffällt, das Gerät ist selbstverständlich auch relativ dick. Das liegt natürlich auch an der zur Wartenden Stoßfestigkeit, sprich das Gehäuse ist entsprechend groß. Also muss man ja in irgendeiner Weise auch Platz schaffen, sag ich mal. So, hier haben wir wieder ein paar Schrauben und den Micro-USB-Anschluss, USB-on-the-go-fähig nebenbei erwähnt. Also hier dieses Ding jeden Tag rauszupuppeln, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es relativ anstrengend sein könnte. So, und was haben wir hier auf dieser Seite? Hier haben wir einmal einen An-Ausschalter und einen gelben Knopf. Das weiß ich nicht so genau, was das jetzt auch eigentlich bedeutet, aber da gucke ich jetzt einfach mal direkt kurz in diese Anleitung rein. Ah ja, das ist eine programmierbare Taste. Also da kann man offensichtlich sich eine App oder sowas ähnliches drauflegen oder einen Notruf, was weiß ich. So, noch kurz auf die Rückseite. Hier haben wir die Hauptkamera mit 5 Megapixel Auflösung, daneben den LED-Blitz und ansonsten so eine Rifflung. Ich probiere das mal hier irgendwie in die Kamera reinzukriegen. Also das ist hier schon 1-2 mm hoch, was sicherlich auch dazu führen soll, dass das ganze Teil stabiler ist. Hier oben ist noch so ein kleines Mikrofon zur Rauschunterdrückung aller Wahrscheinlichkeit nach. Auf der Unterseite sehe ich nichts dergleichen. Ich vermute, dass das hier mit eingebaut sein wird. Und hier oben ist auch noch irgendein Loch, das ich nicht auf Anhieb einordnen kann. Na gut. Was bleibt noch zu sagen? Das Display hat 4,5 Zoll. Eine Auflösung von 854 mal 480 Pixeln. Also verhältnismäßig kleine Auflösung, aber das habe ich schon in anderen Geräten gesehen, dass das in den allermeisten Fällen gar nicht so störend ist. Dafür wird damit geworben, dass das Display sehr hell ist und auch im Sonnenlicht relativ gut ablesbar sein soll. Interner Speicher 8 GB. Zusätzlich die Micro-SD-Karte, wie ihr gerade gesehen habt, bis 64 GB ist angegeben. USB-on-the-go fähig. Also speichertechnisch kann man da schon einiges zusammenbringen. Der Akku fest eingebaut, aber 3000 mAh. Der sollte euch theoretisch auch ganz gut über den Tag bringen, gerade weil das Gerät weder ein besonders hochauflösendes Display hat, noch einen besonders schnellen Prozessor. Der SoC, System on a Chip, der da eingebaut ist, ist der Snapdragon 210 mit 1,1 GHz getakteter Quad-Core-Prozessor. Unterstützt wird er mit 1 GB RAM. Zur Konnektivität könnte ich vielleicht noch ein bisschen was sagen. LTE in allen für Deutschland relevanten Bändern ist vorhanden, also Band 1,3,27. Auch die meisten der amerikanischen Frequenzbänder werden unterstützt. Allerdings laut Datenblatt nicht alle, da kann ich
bisher noch nicht allzu viel zu sagen, aber was mir aufgefallen ist bei Recherche, zum Beispiel Band 12, was in vielen Staaten wohl benutzt wird, fehlt oder beziehungsweise von einem Provider benutzt wird, keine Ahnung. WLAN hat die üblichen Standards, allerdings kein WLAN AC, also kein 5 GHz. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt nicht allzu viel ein, was ich noch dringend erwähnen müsste. Dementsprechend würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir das gute Stück mal an. So, gut, hier kommt erstmal das übliche, Powered by Android, das Cut-Logo. So, und jetzt geht's weiter. S30. Ist der Bildschirm leicht abgedunkelt worden gerade? Warum weiß ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Und jetzt sind wir willkommen. Okay, erstmal auf Deutsch stellen. Gerne, danke. So, WLAN, wählen wir uns auch direkt ein. Was haben wir hier? Um neue Designseinstellungen, Tastaturoptionen zu suchen, halten Sie 1, 2, 3 gedrückt. Aha. Halt es mal gedrückt. Ah, SwiftKey ist vorinstalliert, gut zu wissen. Da kann ich jetzt hier so ein paar lustige Einstellungen machen. Aber jetzt gebe ich erstmal kurz mein WLAN-Passwort ein. Dementsprechend schneide ich euch kurz raus. So, da sind wir wieder. Jetzt wird irgendwas überprüft. Das kann bis zu 2 Minuten dauern. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. So, jetzt kann ich noch mein Konto hinzufügen. Das mache ich auch noch kurz ohne euch. Jetzt. Die Überprüfung. Der Einrichtprozess dauert hier schon verhältnismäßig lange, das kenne ich von anderen Geräten auch deutlich kürzer. Was nicht zwangsläufig ein Nachteil sein muss. Aber für so ein Unboxing ist es natürlich nicht ganz so optimal, sage ich mal. So, jetzt Apps und Daten abrufen. Richten Sie ein neues Gerät ein von irgendeinem Gerät, was ich nicht genommen hatte. Als neues Gerät einrichten, bitte. Fertig. Weiter. Schützen Sie Ihr Telefon, Display-Sperre jetzt einrichten, habe ich gar keine Lust zu. Trotzdem überspringen bitte. Ja. Unterstützen Sie uns, unterstützen Sie Verbesserung Standortdienste, aktivieren Standortdienste, sichern Sie Apps und Daten, ja, wegen mir alles. Und weiter geht's und weiter geht's. Hey, ich glaube, ich bin endlich auf dem Startbildschirm angelangt. Und wir sehen Android 5.1 Lollipop in seiner ganzen Pracht, wenn alles glatt geht. Aha. Ah, jetzt. Das hat mich jetzt gerade gewundert. Normalerweise kommt dieser Bildschirm, wenn ich einmal runterziehe, wenn ich das zweite Mal runterziehe, kommt es erst so. Oh, hier machen wir doch direkt mal ganz hell, bitte. Soll mir auch zeigen, dass er was kann. Okay, ich würde sagen, das erste, was wir uns jetzt mal angucken, sind die Blickwinkel. Machen ja immer einen deutlichen Anreiz aus, was solche Geräte angeht. Also, ich sehe hier unten deutliche Verfärbung, wenn ich über einen ganz spitzen Winkel bin. Sagen wir mal, ungefähr bis hierhin ist okay, danach kommen die Verfärbungen raus. Wie gesagt, wie gut oder schlecht man das jeweils in den Videos sieht, ist schwer zu sagen. Und was relativ schnell passiert, guck mal. Also zwischen hier und hier habe ich schon eine deutliche Helligkeitsveränderung. Das ist nicht ganz so optimal, sage ich mal. Ansonsten, ja, also sagen wir mal, das Display von dem, was ich bisher so getestet habe, eher ein schwächeres. Setzt mich bisher nicht in reine Begeisterungsstürme. Aber okay, gucken wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir als erstes mal hier rein, was hier so vorinstalliert ist, würde ich sagen. Ein Antivirusprogramm. Für die Leute, die es brauchen, schön. Ich brauche es wahrscheinlich eher nicht. So, was haben wir hier? Catphones. Das scheint. Ach, das ist einfach nur ein Direktlink zur Supportseite von Cat. Gut, wegen mir sage ich mal. Kann man machen. CleanMaster ist installiert. Den habe ich schon in diversen anderen Phones gehabt. Der kommt bei mir ehrlich gesagt direkt runter. Das ist so eine Software, die dafür sorgen soll, dass euer Telefon ständig den RAM frei hat oder sowas in der Richtung. Und mich dann von morgens bis abends mit irgendwelchen, was ich noch so alles für Apps runterladen soll, nervt. Danke, darauf kann ich verzichten. Ansonsten ist hier nichts weiter drin, was nicht von Google quasi vorgegeben ist.
Ein FM-Radio ist drin für diejenigen, die es interessiert. Hier haben wir dann noch ja, das übliche so ein Toolkit, SwiftKey, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist vorinstalliert. Office Suite und das war's im Prinzip. Mehr ist hier nicht zu finden, das finde ich okay. Ich mag meine Telefone gerne, wenn sie eine etwas spärlichere Ausstattung haben. So, haben wir hier Multitasking-Taste oder? Ja, das ist Task Manager, genau. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz in die Einstellungen. In den Einstellungen zuallererst mal die Android-Version 5.1. Wie versprochen, könnte man sagen. Systemaktualisierung, Checking for Updates. Es sind auch schon direkt Updates verfügbar, finde ich auch gut. So. Programmierbare Schlüssel, was ist das? Ach, das ist für diese Taste, die ich da programmieren kann. Da kann ich jetzt zum Beispiel die Taschenlampe draufsetzen. Das probiere ich direkt mal aus. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert noch nichts. Wenn ich länger drauf drücke. Ah, jetzt geht die Taschenlampe an. Und das gefunden. Und jetzt bin ich außerdem direkt im Speicher gelandet. Finde ich auch ganz nice. Gesamtspeicher angegeben, wird da Hersteller sagen. Mit 8 GB verfügbar sind davon offensichtlich noch 3,3, wobei schon ein bisschen was davon in die Apps reingeht. 3,08 GB netto Speicher übrig. SD-Karte wird direkt erkannt. Kann Mediendateien direkt auf die SD-Karte schieben lassen und so weiter und so fort. Kennen wir alles. USB-Speicher Mountain kennen wir. Das ist die Geschichte, was ich euch vorhin erzählt hatte mit dem USB on the go. Aber was mir hier in irgendeiner Weise fehlt, ist die Möglichkeit, die SD-Karte als Hauptdatenspeicher zu nehmen. Also hier kann ich nur manuell rüberschieben. Das gefällt mir jetzt auch anhieb nicht so toll. Gut, vielleicht versteckt sich die Option irgendwo anders. Ich wüsste zwar nicht wo, aber möglich ist es natürlich. Das werde ich innerhalb des Testberichts mit Sicherheit erwähnen. Ansonsten würde ich sagen, ich habe jetzt auch schon wieder lang genug geschwätzt. Das sollte es für ein kurzes Unboxing eigentlich sein. In etwa 1 bis 2 Wochen wird dann ein ausführlicher Testbericht zu dem Gerät kommen. Da werde ich das Gerät dann mindestens eine Woche lang im Alltag im Einsatz gehabt haben und werde mir dann mal genau angucken, was das hier so alles kann und macht. Da wird dann auch separat ein bisschen drauf eingegangen, wie es denn mit diesen Rugged-Eigenschaften wirklich bestellt ist. Ob das Teil einen Arbeitseinsatz, sagen wir mal, als Bauer auf dem Feld, Entschuldigung, Landwirt, oder auch in der Industrie tatsächlich problemlos übersteht, beziehungsweise nicht nur ein, sondern auch weil sowas auch dauerhaft übersteht. Muss ich auch ehrlich gestehen, da bin ich ein bisschen gespannt drauf und da werde ich mit Sicherheit auch ein bisschen Spaß haben. Ansonsten, wie gesagt, sollte das für heute gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Thumbs up. Könnt auch meinen YouTube-Kanal abonnieren und wenn ihr gerade auf YouTube seid, unterhalb des Videos findet ihr in der Artikelbeschreibung einen Link, der zum Artikel auf Technophil führen wird. Da steht dann noch ein bisschen in aller Kürze was zusammengeschrieben zu diesem Unboxing. Außerdem habt ihr da dann auch die Möglichkeit, einen RSS-Feed zu abonnieren, für Twitter oder Google Plus oder sowas zu folgen, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Auf der Seite wird jetzt gerade in nächster Zeit wieder deutlich mehr Content kommen. Es werden viele neue Smartphones vorgestellt werden. Wir haben viele Zusagen gekriegt. Das ist jetzt quasi das erste Gerät dieser neuen Ära, wenn man es so sagen will. Ansonsten war es das von mir. Ich bin der Björn für technophil.de. Tschüss.